Das, Freunde, ist die Union Glashütte Noramis Chronograph Sport und ich finde, dass das die Uhr ist, die die CQ eigentlich hätte sein sollen. Wie ich dazu komme, darum geht es heute in diesem Video. Hi Freunde, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier bei The Wrist Guy. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Burak. Ich mache Videos rund um das Thema Luxusuhren und alles, was dazu gehört. Und heute möchte ich mit euch über eine top geile verarbeitete Uhr sprechen, die auch noch aus Deutschland kommt. Bevor wir jetzt mit der Uhr loslegen, kurzer Disclaimer. Ich habe diese Uhr von Union Glashütte zur Verfügung gestellt bekommen und dieses Video ist gesponsert von Union Glashütte. Aber meine Meinung ist es nicht. Das heißt, ihr seht hier meine echte Meinung zu dieser Uhr, sowohl positive als auch negative Aspekte und was ich allgemein über diese Uhr halte. Und jetzt legen wir los mit der Union Glashütte Noramis Chronograph Sport. Diese Uhr hat die Referenznummer D012.927.18.097.00. Union, ihr müsst ein bisschen an euren Referenznummern arbeiten, das kann sich ja keine Sau merken. Die Union Glashütte Noramis Chronograph Sport hat einen Durchmesser von 43 mm, eine Dicke, und das meine ich wortwörtlich, von 15,8 mm, ein Lack-to-Lack von ca. 50 mm und eine Wasserdichtheit von 200 Metern. Als Werk verbaut die Union Glashütte das UNG27S2, es basiert auf einem Valjoux 7750 mit einer Gangreserve von ca. 65 Stunden und die Uhr hat einen Listenpreis von 3.600 Euro. Zahlen, Daten und Fakten sind schon mal gar nicht so schlecht. Aber wie meistens bei Uhren ist auch diese Uhr hier mehr als die Summe ihrer Teile. Und ihr wisst ja, Freunde, ich hatte immer so ein bisschen gemischte Gefühle, wenn es um Union Glashütte ging. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht zu meiner Meinung zu deutschen Uhren. Ist zwar schon sehr, sehr alt, aber schaut da gerne vorbei. Seht ihr, wenn ihr oben aufs i klickt. Da habe ich schon mal gesagt, dass ich mit Union Glashütte eigentlich nicht viel anfangen kann, weil die Marke hauptsächlich fixfertige Werke verbaut, also in der Regel von Selite oder von ETA, und sie dann einschaltet. Zumindest war das meine Meinung über die Marke. Und dann hat sich Union bei mir gemeldet und hat eben gesagt, hey, wir haben dein Video gesehen, wir verstehen deine Kritik an der Marke, wie wäre es, wenn wir uns mal zusammensetzen, wir erklären dir so ein bisschen, was wir machen, was wir nicht machen, komm doch zur Messe auf Wien. Und dort war eben ein Uhrmacher, der wahnsinnig technisch versiert ist bei Union Glashütte und hat mir ein bisschen die Werke und so weiter erklärt. Aber zum Werk und zu den technischen Details, dazu komme ich dann gleich. Wie gesagt, das hier ist der Noramis Chronograph Sport. Ihr wisst, ich bin eigentlich kein Fan von Union, also sprich kein Fan von diesen klassischen, eleganten Uhren. Aber diese Noramis, zumal die Noramis-Linie als Ganzes, finde ich ganz cool, weil sie sich eher an die Vintage-Uhren orientiert. Und ihr wisst, ich bin ein echter Fan von Vintage-Uhren. Und die Noramis kam eben raus in verschiedenen Farben, als Taucheruhr und jetzt eben als Taucherchronograph. Und ich finde, diese Uhr ist wahnsinnig gut gelungen. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das ist das, was die CQ ursprünglich designmäßig meiner Meinung nach hätte sein müssen. Denn Union hat hier eine perfekte Symbiose geschafft zwischen moderner Uhr, alltagstauglicher Uhr, aber auch Vintage-orientierter Uhr. Das Gehäuse ist mal 43 mm in der Größe. Klingt groß, aber durch die Lack-to-Lack von ca. 50 mm ist es gar nicht so groß. Und ich für meinen Teil mit 16,5 cm Handgelenken kann die Uhr relativ gut tragen, wenn es um den Durchmesser geht. Da gibt es noch andere Faktoren, aber dazu kommen wir gleich. Das Gehäuse ist an den Oberseiten poliert, an den Seiten mattiert, ist eigentlich sehr, sehr schön verarbeitet. Natürlich muss man auch bedenken, dass die Uhr 3.600 Euro kostet. Das heißt, wir haben hier keine anglierten Kanten oder irgendwie sowas. Das geht sich bei dem Preis halt einfach nicht aus. Wir haben eine Keramiklünette, die mit Leuchtmasse bestückt ist, die sich sehr, sehr gut anfühlt. Hört da mal hin. Ja, ich finde die Action nicht schlecht. Die Lünette lässt sich easy und locker drehen. Das passt gut. Der Star der Show ist allerdings nicht das Gehäuse oder sowas, sondern das Ziffernblatt. Und da muss ich Union sagen, wow, sie haben wirklich viel Liebe ins Detail reingebracht bei dieser Uhr, um einfach dafür zu sorgen, dass ihr das bestmögliche Produkt für das Geld bekommt. Das Ziffernblatt, es gibt mal verschiedene Farben. Mein Lieblingsziffernblatt ist sozusagen dieses Türkis-Smoky-Ziffernblatt. Es ist in der Mitte türkis. An den Rändern her wird es ein bisschen dunkler. Wir haben hier einen wunderschönen Sonnenschliff. Dieses Türkis ist wahnsinnig schön. Also das erinnert einen so richtig an Urlaub, Meer, Wasser, Schwimmen, Strand. Richtig cool gemacht. Wir haben auf 12 Uhr eine große arabische 12. Alles applizierte Indizes, mit Leuchtmasse gefüllt und sonst eben ganz normale Stabindizes. Wir haben ein sogenanntes Bicompax-Design. Das heißt, wir haben nur zwei Totalisatoren anstatt den typischen drei. Das räumt das Ziffernblatt ein bisschen auf und gibt den ganzen nochmal ein bisschen diesen Vintage-Vibe. Auf 6 Uhr ist nichts. Auf den ersten Blick sieht man gar nicht, dass die Uhr ein Datum hat. Aber sie hat ein Datum. Und zwar, das platziert Union Glashütte auf 9 Uhr anstatt auf 3 Uhr. Ich finde das irgendwie cool, das hat jetzt nutzentechnisch keinen besonderen Nutzen, vielleicht sogar im Gegenteil, ihr müsst weiter den Ärmel zurückdrehen, um das zu sehen, aber es gibt der Uhr einen gewissen eigenständigen Charakter und ich finde, das gibt der eine gewisse Eigenständigkeit, die man in dem Preissegment nicht mehr so oft findet und ich finde es cool, dass Union sagt, wir machen was anderes, auch wenn es nur Datum auf 9 statt auf 3 ist, aber das macht schon was aus und es lässt die Uhr sehr eigenständig wirken. Kleine Sekunde auf 9 und Chronograph Minute auf 3, 30-minütig. Und da sieht man schon, wie viel Liebe Union Glashütte in ihre Ziffernblätter steckt.
steckt. Denn die Chronographenminute ist, anders als jetzt die kleine Sekunde, mit Leuchtmaß hinterlegt. Nicht nur der Zeiger, sondern auch die Indizes. Das heißt, ihr könnt den Chronographen bei Dunkelheit bedienen. Das gibt der Uhr viel mehr Funktionalität im Alltag, aber gleichzeitig zeugt es eben davon, wisst ihr, Union hätte das nicht machen müssen, aber sie haben es gemacht. Sie sind diese extra Meile gegangen und das sieht man und das ist cool und das ist schön und das verleiht der Uhr eine gewisse Wertigkeit. Genauso wie die Chronographenminute hat auch die Chronographensekunde, also ein Leuchtzeiger. Allgemein leuchtet die Uhr lichterloh wie ein Weihnachtsbaum, was mega cool ist. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, die ich wahnsinnig spannend finde bei den Zeigern. Sie sind nämlich so verarbeitet, wie man sie sonst nur von JLC kennt. Und das finde ich richtig cool, denn sie sind doppelt verarbeitet. Sprich, eine Seite der Zeiger ist glatt poliert wie ein Spiegel und die andere Seite ist so eine Art sandgestrahlt, mattiert. Das heißt, ihr könnt die Uhr sehr gut ablesen bei jedem Lichtverhältnis, auch bei der Helligkeit, weil Leuchtmasse bringt euch nichts bei Sonnenlicht. Aber wenn die Sonne irgendwie blöd scheint, dann kann es schon mal sein, dass ihr die Uhr nicht so gut ablesen könnt. Aber in dem Fall ist es total easy und das gibt der Uhr nochmal so eine Dimension an Wertigkeit, die ihr in der Preisklasse normalerweise nicht findet. Und alle diese Aspekte fügen sich zusammen in ein sehr, sehr stimmiges Ziffernblatt, in ein sehr wohlproportioniertes Ziffernblatt. Sowohl die Zeiger, die Indizes, die 12, die Chronominute, das B-Compax-Design, es ist alles wahnsinnig stimmig und das ist richtig, richtig schön. Auf dem Ziffernblatt drauf findet ihr ein Saphirglas, Standard, aber das Coole ist, das Saphirglas ist gedomed. Das heißt, da holt Union Glaswirt nochmal so ein bisschen diesen Vintage-Charakter rein, den sie eben in der Noramis-Kollektion haben wollen. Ein kleines Detail, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass der Chronodrücker sehr ergonomisch geformt ist. Sprich, der hat so eine Art Pilzform. Der hat einen dünnen Stab, einen dünnen Stiel und dann weitet er sich aus, sodass ihr den easy drücken könnt. Und die Chrono-Action, Leute, ist unpackbar. Also lasst es mich einteilen in die Funktionalität und in die Haptik. Die Haptik ist Standard. Wir haben hier keinen Säulenrad-Chrono, das ist ein ganz normaler Nockenchronograph, sprich, ist ein bisschen fest zu drücken. Jetzt nicht super Besonderes, der Chrono, die Haptik passt schon. Aber was wahnsinnig interessant ist, ist die Tatsache, wie es Union geschafft hat, die Vorteile eines Säulenrad-Chronos hier einzubauen. Wir haben hier, wie gesagt, kein Säulenrad, aber die Chronosekunde ist so exakt auf den Startpunkt und auf den Endpunkt, dass ihr da überhaupt kein Stottern habt. Versucht das mal bei einer IWC zum Beispiel, das kriegt ihr nicht hin. Da habt ihr das Stottern, das habe ich in dem Video gezeigt. Aber hier habt ihr kein Stottern. Egal, wo ihr den Chrono anhält, egal, wo ihr ihn weiterführt, das Ding springt nicht um eine halbe Sekunde, er stottert nicht, was ihr normalerweise bei so einem Nockenchronographen habt, habt ihr hier nicht. Und ich weiß nicht, wie es Glashütte gemacht hat, aber der Chrono ist wahnsinnig gut gelungen auf technischer Seite, weil er agiert wie ein Säulenchronograph mit vertikaler Kupplung und das habt ihr hier beides nicht. Und ich frage mich, wie das Union gemacht hat. Aber ich finde es allgemein spannend, denn Union ist auf technischer Seite echt nicht schlecht. Als Werk verbaute Union das 7750, wie wir es schon kennen. Ja, das 7750 ist ein Basic-Standardwerk, ist jetzt nichts Besonderes. Was aber bei Union der Fall ist, ist erstens, sie gehören zur Swatch-Gruppe, so wie Ether, das heißt, man kann jetzt argumentieren, ob das vielleicht ein Manufakturwerk ist oder nicht. Ich lasse es jetzt einfach mal dahingestellt. Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren, wie ihr das seht. Aber Union ist eine der wenigen Marken, die das Werk nicht voll montiert zugeschickt bekommen und dann nur noch einschalen und dekorieren, sondern Union bekommt das Werk in Teile geliefert. Das heißt, Union kriegt jedes einzelne Teil, dekoriert es, verarbeitet es und reguliert es nochmal ein. Das heißt, das Einzige, was Union hier praktisch nicht macht, ist die Teile fräsen. Aber okay, das ist jetzt auch nicht sowas Weltbewegendes. Aber was sie eben machen, ist, sie bauen das Ganze selber zusammen und einige Teile bauen sie komplett von Null auf. Zum Beispiel, wir haben die Unruh hier aus Silizium. Wir haben ja auch so eine kleine SI-Plakette auf der Unruhbrücke, die das eben verdeutlichen soll, dass da Silizium drauf ist und das macht zum Beispiel Union selber. Den Rotor produziert Union zur Gänze selber. Viele Teile des Werkes, viele Einzelteile macht Union selber und wenn sie es eben nicht selber machen, kriegen sie es von ETA zugeliefert, verfeinern es, dekorieren es und bauen es dann ein. Es ist trotzdem ein 7750, ganz klar. Hat auch die Vor- und Nachteile in 7750, aber Union macht es schon ganz gut und technisch gesehen ist es wirklich nicht schlecht. Vor allem der Chrono, der ist echt sehr, sehr cool gelöst. Ein Nachteil dieses Werkes hat natürlich Union auch hier und das ist die Dicke dieser Uhr und das ist für mich ein absoluter Dealbreaker, um ehrlich zu sein. Die Uhr ist fast 16 mm dick und das sieht man auch, das merkt man auch. Das ist schon ganz schön chunky, das Teil. Das ist halt schwierig. Eigentlich ist die Uhr tragbar, wenn man jetzt nur vom Durchmesser ausgeht, aber die Dicke, die macht es halt für mich so ein bisschen kaputt und das ist einer der großen Kritikpunkte, die ich halt bei dieser Uhr habe, ist eben diese Dicke. Aber sie ist wahnsinnig bequem. Ihr seht hier an meinem Arm, sie trägt sich gut, sie ist easy zu tragen, aber sie ist halt einfach dick und da täuscht auch gar nichts drüber hinweg. Und das muss euch klar sein, bevor ihr euch diese Uhr anschaut. Ein Nachteil, der mir noch aufgefallen ist bei dieser Uhr, ist, wir haben ein Datum, aber wir haben keine Datumschnellverstellung per se mit Krone, sondern wir haben hier an der Seite vom Gehäuse auf 10 Uhr einen Drücker im Gehäuse eingelassen und damit verstellt ihr das Datum. Ich finde, das hätte nicht sein müssen, Union. Ich finde, da wäre eine einfache Kronenverstellung viel besser gewesen. Wahrscheinlich war es technisch nicht anders möglich, aber das gibt der Uhr noch ein bisschen Alltagstauglichkeit weg und das finde ich sehr, sehr schade. Ich finde, das ist eine verpasste Chance. Eine andere verpasste Chance hier von Union finde ich die Schließe.
Die Schließe ist, also Union, ich weiß nicht, ihr gebt euch so viel Mühe beim Ziffernblatt, das ist wunderschön, der Kopf der Uhr ist richtig schön, aber die Schließe ist einfach nur eine 0815 Zuliefererschließe. Sie ist nicht schön, sie ist nicht super toll verarbeitet, es ist einfach nur ein poliertes Stück Metall mit eingelasertem U. Ich finde das eine vertane Chance, Union. Natürlich, sie haben auf der Innenseite eine Dekorierung, aber da wäre deutlich mehr drin gewesen bei dem Geld, das zeigen andere Hersteller besser. Aber alles in allem finde ich die Uhr nicht schlecht, bin vor allem positiv überrascht, weil ich war eigentlich kein Fan von Union, aber die Noramis-Kollektion finde ich ganz witzig. Auch diese Tatsache, dass der Chrono wahnsinnig gut funktioniert, finde ich cool. Und das Ziffernblatt ist einfach wunderschön, sowohl im Design als auch in der Verarbeitung. Und das macht die Uhr, vor allem weil sie natürlich auch made in Germany ist, zu einer sehr, sehr coolen Alternative im Preissegment unter 5.000 Euro, sogar unter 4.000 Euro. So für 3,6 kriegt ihr dann einen ganz coolen Chrono aus Deutschland mit einem mega coolen Ziffernblatt. Und ich finde, wenn die CQ so ein Ziffernblatt gehabt hätte, wäre es vielleicht noch geiler gewesen, ganz ehrlich. Gut Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst mir sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da. Lasst mich wissen, ob ihr schon mal Erfahrung gehabt habt mit Union Glashütte. Fände ich mega spannend und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, Freunde. Ciao, ciao.